Hallo Leute, hier ist wieder der Xi und wir machen weiter mit Brutal Mario. Da wir noch Wendys Orb haben, können wir uns zum nächsten Schloss begeben. Ja, man hört es wahrscheinlich, meine Laune ist ein bisschen im Keller. So, speichern. Die Einzelheiten sind unwichtig. Nennen wir es einfach Ungerechtigkeit und grenzdebiles Verhalten. Ach ja, das war das Schloss. Beides hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei verschiedene Fälle, aber nichtsdestotrotz ist es nervig. So. Ja. Tut mir leid, wenn ich dann heute nicht ganz so gesprächig bin, aber ja. Moment, der ist ein bisschen weiter. Warum auch immer der so weit oben ist. Yay, der Panzer ist weg. So. Warum heißt er eigentlich Iggy the Crazy? Was an dem ist verrückt? Er hat sich doch nur die Klamotten von Kamek ausgeliehen. Oder ähnliche Klamotten angezogen. Das macht ihn ja lange nicht verrückt. Aber naja. Ich weiß, ich sollte mit schlechter Laune nicht aufnehmen, aber naja, ich habe mal wieder einen Folgennotstand. Und der gehört eben ausgeglichen. Hoffentlich erreiche ich den Orb überhaupt noch, jetzt wo die ganzen Blöcke hier aktiviert sind. Ist alles wunderbar. Das war schon mal wieder. Na toll! Ja, ganz toll! Nee, nee, nee. Ein bisschen höheres Mikro. Ja, lass den Yoshi draußen. Müsstest ihn hier sowieso irgendwo im Schloss lassen. Ja, man sieht, ich habe jetzt doch nicht die Mühe gemacht, extra Leben zu sammeln. Man möge mir verzeihen. Gott, wo soll denn hier dieser Geheimgang sein? Jetzt alles mit Ausrufezeichenblöcken zugekleistert. Das ist ja schon nicht mehr. Da kam irgendwo ein Feuerball. Ja, der ist eh zu hoch. Du vorbei. Ducken. Und drüber. Da hätte ich eh nicht runterfallen können. Warum kam da jetzt der Ton für den Feuerball, wenn gar kein Feuerball kam? So. Ja. Jetzt mein Squawks, er macht Stunk.
So. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was ausgelöst hat. Naja. Nee, ich komme sowieso nicht mehr zurück. Ist ja schon gut. Okay, Zeit darf ich mir auch nicht lassen. Mache ich draus dem Hacker Carol zu, dass es hier irgendwo versteckt hat. So. Bisher sehe ich da aber noch nichts. Okay, da war nichts. Ich muss das ausprobieren. Gerade wollte ich sagen, muss ich jetzt nochmal alles durchmachen? Moment, da war doch was. Ja. Moment. Bevor sich dieser Hintergrund eingeblendet hat, war da eine Tür auf der linken Seite? War da eine Tür? Da war eine Tür. Tja. Damit hätten wir auch Iggy's Orb gefunden. Leck mich, Magic Cooper. Das mag komisch klingen, aber das Zocken beruhigt gerade ungemein. Warum auch immer Kamek jetzt hier auftaucht. Ja, eigentlich heißt er. Also. Ich weiß nicht. In Yoshi's Island hieß er Kamek. Hier heißt er einfach nur Magic Cooper. Was kam denn eigentlich? Ach so, nee, Yoshi's Island kam ja nach diesem hier. Demnach ist der Oberbegriff immer noch Magic Cooper. War das vorhersehbar? Möglicherweise. Und ich gehe mal davon aus, dass ich den Orb jetzt wiederholen muss. Also, wieder zur Seite. Wieder die Tür. Ah, nee, ist noch eingesammelt. Gut, dann erübrigt sich schon mal die Frage, ob die Orbs gespeichert bleiben. Das ist schon mal sehr gut. Denn dann kann ich am Ende auf jeden Fall mit Sicherheit sagen, ich habe alle. Wenn ich dann wieder vor Bowsers Schloss stehen sollte. Na, erscheint doch. Erscheint doch. Das ist irgendwie mies, dass dieses Bild so viel kleiner ist als das eigentlich vorhandene. Deswegen konnte der vorhin auch noch zaubern. Weil er gar nicht aus dem Bild war. Nur aus dem sichtbaren Bild, aber nicht aus dem Bild. Ich hoffe, die Musik ist laut genug für euch.
Ey, es war so klar. So. Iggy. Ich hab den Orb noch. Komm schon, ich hab keinen Bock, dieses Schloss nochmal zu machen. Der teleportiert sich ziemlich schnell. Genießt einfach so lange die Musik, wenn mein Atmen nicht wieder zu laut ist. Ja, wie gesagt, ich würde euch gerne eine motiviertere Folge liefern, aber ist im Moment schwierig. Ist im Moment schwierig. Aber das Spiel geht weiter. Ich denke mal, das ist das Wichtigste. Ich schätze mal, die meisten von euch werden sowieso eher den Ton ausgestellt haben und sich einfach nur das Let's Play anschauen, ohne Ton und sich irgendwie, weiß nicht, Musik anschalten oder so. So. Hä? Ach so, der wollte sowieso nach oben schießen. So, Iggy ist erledigt und wir haben auch seinen Orb. Fehlen noch zwei. Ich denke, der nächste müsste Roy sein. Bei Larry haben wir ihn ja schon. Das war das mit dem Buhu, den man rot besiegen musste. Der arme Berg. Moment. Ist das nicht das, was passiert, wenn man gegen Ludwig kämpft? Oder täusche ich mich da? Ich dachte eigentlich schon. Ich dachte, der Berg da steht hinter Ludwigs Schloss. Aber gut. Mir soll's egal sein. Und vor allem, wo ist hier der Hügel? Das Ganze für den. Ach, egal. Ich glaube, da hat er jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Ist ja auch nicht so wichtig. Bei uns fehlt eigentlich nicht mehr viel vom Spiel. Zwei Orbs, ein Geheimgang. Hier haben wir es ja schon. Abode of Larry. So, hier oben fehlt uns noch das eine Schloss. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber naja, jetzt ist erstmal wichtig, Royce Orb zu finden. Was war das für ein Klopfen?
Ah. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt wieder gewesen ist, aber mein Bildschirm war schwarz. Wunderschön. Ich glaube, ich hatte noch Gegenstände über. Mario kann es nicht erwarten. So. Ich habe ja schon so eine Ahnung, wo hier der Orb sein könnte, aber das wäre irgendwie zu simpel. Wenn die Münzen da sind. So, das hier war ja der Raum, wo man durchs Fenster entkommen sollte. Aber weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch ein Fenster. Kann ja sein. Für mich gibt's erst einmal wieder ein Game Over. Das nehme ich aber nicht an. Ja, den Orb können wir schon noch machen. So viel Zeit muss sein. So, Mario dreht wieder am Rad. Finde ich schön, dass er fairerweise 4 Steine hingelegt hat. Der und seine Fliegerei. Ich habe zwar jetzt keinen Schaden genommen, aber so muss das riskante Muster dann doch nicht sein. Ja, keine Ahnung, Phil. Wenn ich jetzt nochmal durchgehe. Der hört einfach nicht auf mit dem Fliegen, ne? Spucken diese Dinge eigentlich irgendwann mal Feuer? Der ist weggeglitscht. Okay. In dem Raum hier offensichtlich nichts. Da hat einfach mal den Effekt eines P-Knopfes hergenommen. Ach so. Auf jeden Fall geht's kameramäßig höher. Aber er hat die Flamme noch eingebaut, also zumindest eine. So, hier kriegt man jetzt noch die Feuerblume, wenn man sie kriegt.
Okay, hier war auch nichts. Natürlich, auf einmal passt die da durch. Schon klar. Am Mittelpunkt bin ich nämlich auch noch nicht vorbei, oder? Nee. Ah gut, da kommen wir doch schnell durch. Ich meine, wenn man den Trick kennt. Kriege ich den jetzt bald mal? Das gibt's doch nicht. Aber ich habe einfach irgendwie im Gefühl, dass diese Sache mit dem Fenster nochmal irgendwo. Hä? Moment. Bringt das was, wenn ich die ganzen Kerzen hier ausmache? Nö. Das hat gar nichts gebracht. Wäre ein schönes Rätsel gewesen. Na, wann kommst du? Da kommst du. So. Oh, Feder ist mir lieber als Feuerblume. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Das war dumm. Das jetzt nicht unbedingt.
hätte ich da vielleicht irgendwie hoch müssen, ohne die anderen Teile zu aktivieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da oben der Orb drin ist. Gehen wir mal lieber so raus. Weiß nicht, wie man fliegen kann. Dann kommt man da auch doch, ohne dass man die Wolken aktiviert. Das wäre jetzt so mein Einfall. So. Ende aus. Amen. So. Bin nur am Überlegen. Also da komme ich ohne aktivieren gar nicht. Oh Gott. Da komme ich aber drüber. Nämlich indem ich die hier alle zerstöre. So. Ach so, da fehlt der Untergrund quasi. Und wie soll ich den bitte finden? Ja, mir fehlt halt jetzt so ein... Mir fehlt so eine Wolke. Hui. Und laden. Also suchen wir mal wieder etwas Unsichtbares. Ganz toll. Entschuldigung. Grandios.
Ja, ich weiß, ich klinge gerade ziemlich desinteressiert, aber ich bin nur am Überlegen, wo diese Wolke sein könnte, die ich da suchen muss. So, wenigstens die Feuerblume aus. Rüsten. Kann's mir nicht leisten, die Feder zu verlieren. Naja, so viel dazu. Wozu denn eigentlich? Ich muss sowieso so durch. Könnte natürlich sein, dass gewollt zu viele Sprites am Bildschirm sind und ich das deswegen gar nicht sehen kann. Warum liegen da drüben welche? Das will mir gerade nicht so wirklich einfallen. Klar ist, dass ich erstmal hier dieses Teil rüber brauche. Ich weiß aber nicht, ich wollte doch gerade einen Untergrund schaffen. Ja, wobei. Ja, das, was ich jetzt vorhatte, geht schon, aber ich hab's falsch angepackt. Worauf ich mich ja auch schon sehr freue, die Jagd nach dem Orb bei Ludwig. Ich meine, okay, bei Ludwig muss ich wenigstens nicht mehr Ludwig besiegen, aber ganz ernsthaft, der macht mir am meisten Schwierigkeiten. Es ist der. Eigentlich sollte es der einfachste sein, aber. Und eigentlich ist der blaue vom Bewegungsmuster her deutlich schwieriger. Aber Gott. Gut, was soll's. Ich bin viel zu ruhig. Ich bin viel zu ruhig. Ich müsste viel mehr sagen. Ja, mein Plan wäre jetzt, dass ich mich, wenn diese Wolke runterfällt, auf dem rechten Block befinde. Und kurz bevor der Block, den ich hochwerfe, die Wolke trifft, greife ich den Block unter mir. Den hält Mario dann direkt vor sich.
Und genau das will ich dann. Der Block, den ich vor mich halte, der soll dann quasi die Unterlage werden, auf die die Wolke fallen kann. So, wie gilt das jetzt? Das gilt noch so. Aber, ja, okay, geht. So, also. Moment. Ich will die Feder gar nicht mehr behalten. Gut zu wissen. Das wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Denn nach unsichtbaren Wolken zu suchen, könnte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Aber gut, dann verliere ich die die Feder einfach. Kurz davor. Das sollte. Nein, nein. Das sollte doch kein Problem werden. Sollte, könnte, müsste. Aber tut's nicht. Ganz einfach, wenn ich hier draufstehe. Genau, dann sollst du das Ding vor dich halten. Und nicht so dumm rumwirbeln. Eins muss man mir lassen. Ich bin in Super Mario schon auf sehr viele verschiedene Art und Weisen gestorben. Da will ich gar nicht. Hüpf du, hüpf du, hüpf du. Der war nicht schwer. Da muss ich sowieso nicht mehr drüber drüber hüpfen. So, ob ich hier meine Power-Ups behalte, ist mir relativ egal. Da ich die Feder sowieso jetzt nicht brauchen kann. Nee. Wie soll das jetzt wieder gehen? Oder soll ich mit der Feder da hoch irgendwie fliegen? Nee, geht auch nicht. Da habe ich gar nicht den Untergrund dazu. Also von der Schwierigkeit her ziemlich deutlich. Der Ort befindet sich in der Röhre.
Ja, Gott, nerv mich nicht. Ja, irgendwie muss ich noch eine Wolke finden, die diesen Untergrund macht. Diese unteren Stufen. Wenn ich die gefunden habe, aktiviere ich die da oben geschwebt hat. Vermutlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Und komme dann damit hoch in die Röhre. Die Frage ist nur, wo ist die Wolke? Wird diese gerade Leiter, Treppe, keine Ahnung, Brücke. Sagen wir einfach Brücke. Ja, klar, den soll ich kommen. Ist sowieso klar. Wo ist die Wolke hierfür? So ein riesiges Bällchen fliegt einfach mal. Das gibt's doch nicht. So schwer waren die anderen Rätsel jetzt auch nicht. Also warum jetzt dieses? Und warum hat Mario plötzlich wieder in der Luft umgedreht? Das würde mich auch mal interessieren. So, da warte ich nicht. Hier bloß kurz. Da musste ich nicht mal Gas geben. Hätte er schon wieder fliegen wollen. Echt tolle Ideen, aber dieses Rätsel. Ist vermutlich wieder ganz offensichtlich, aber ich komme einfach nicht drauf. Dieses Umdrehen in der Luft will ich aber nochmal ausprobieren. Das kam mir doch dann doch reichlich suspekt rüber. Ich höre das Sprunggeräusch, aber Mario rührt sich nicht.
Mensch, wo soll denn diese Wolke sein? Ich tendiere zum Nachschauen, aber ich will nicht. Ist gut. Da ist also auch nichts. Wunderbar. Nach dem Versuch werde ich aber leider die Folge beenden müssen, glaube ich. Dann habe ich schon wieder zu lange rumprobiert. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer. Die Münzen sind wahrscheinlich auch nur da, damit man so ein... die Möglichkeit hat zu überprüfen, laufe ich wirklich nochmal durch denselben Raum? Entschuldigung. Ganz offensichtlich waren die anderen Feuer auch als welche gedacht, die laufen können, aber naja. Ihr seid alle so ungefährlich. Das war wieder sehr klug von Timing her. Na, komm schon. Soll ich da irgendwie im Hintergrund oder so was erkennen? Kann ich hier irgendwo etwas sehen? Was mir einen Hinweis darauf gibt, wo sich diese Wolke befinden könnte. Der Schatten da ist wahrscheinlich nur Dreck auf meinem Laptop. Ja. Ja, hat sich hier wieder erledigt. Tja, Leute. Werde ich hier mal einen Schnitt machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Roy the Crafty. Immer noch auf der Suche nach seinem Orb. Ich bin der Xi. Das war's mit Brutal Mario für heute. Bis dann, Leute. Ciao.